Kommen wir mal kurz auf einen Punkt zu sprechen, die Arbeitsplätze, weil das ja etwas ist, was ganz konkret ist. Ich habe da jetzt gerade nochmal herausgefunden, zum Beispiel in der Baubranche, Vonovia, die bauen, der größte also Konzern, der vermietet und so weiter, baut dieses Jahr gar nicht mehr. Keine Neubauten 2023. Und also das ist ein Beispiel. Und es gibt so viele Beispiele, wo wir denken, okay, in 2, 3 Jahren haben wir da sehr viel, ja, krasse Dinge zu erwarten. Die Autobranche in Deutschland ist auch noch so ein Thema mit den Elektroautos und so weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Idee, okay, da gibt es ein Grundeinkommen, was einfach so hinausgeschüttet wird. Wie sehen Sie überhaupt die Lage auf dem Arbeitsmarkt und was können wir alle tun? Also wenn man jetzt zum Beispiel Angestellter ist in diesem Bereich und man hört diese Nachrichten, denkt man sich, mein Gott, was mache ich denn überhaupt in 1, 2 Jahren? Ich habe vielleicht mein Haus noch mit Bauzins, der wird vielleicht auch noch irgendwann steigen, weil das sich jetzt auch alles ändert, das ist alles so ungewiss. Also konkret jetzt auf diesem Bereich einfach mal der Arbeit. Wie sind da Ihre Gedanken? Ja, das muss ich sagen, das sind also keine guten Gedanken. Also die Arbeitswelt verändert sich im Moment unvorstellbar. Also dieser Einsatz von künstlicher Intelligenz und von Arbeitsrobotern. Wir haben ja also der Beruf des Maurers hat keine Zukunft mehr. Also diese Leute werden ersetzt werden durch Arbeitsroboter. Da gibt es ja einige Bilder schon im Internet, wo man sehen kann, wie solche Arbeitsroboter arbeiten. Das Ganze gilt natürlich auch für viele andere Bereiche. Also wenn ich heute Berufskraftfahrer wäre, würde ich mich auch schon mal umgucken nach einer Alternative, weil das autonome Fahren wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen. Und wir haben in Deutschland haben wir eine Dreiviertelmillion Berufskraftfahrer, die werden dann ihren Job aufgeben müssen. Also da muss man sich heute schon nach einer Alternative umsehen. Leider passiert das Ganze auch in vielen anderen Jobs. Also wenn Sie von Angestellten sprechen, Verwaltungsangestellte gibt es in Deutschland insgesamt ungefähr 5 Millionen, deren Jobs sind alle bedroht. Das muss man schon sagen. Also die künstliche Intelligenz kann heute so viel. Man kann ja mal bei ChatGPT reingehen, wenn man so eine kleine Ahnung davon bekommen möchte, was da so alles möglich ist. Also wenn Sie bei GPT heute reingehen, haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gemacht und dann irgendwelche Anweisungen geben. Da kommen ja Ergebnisse heraus, die sind ja also unglaublich. Also die machen ja sehr viele Berufe hinfällig. Also auch wenn ich als normaler Journalist irgendwo angestellt wäre bei einer Zeitung, würde ich mir auch Angst um meinen Arbeitsplatz machen. Weil also gerade diese Lokaljournalisten, die da über Unfälle oder sonst was berichten, das ist alles nicht mehr nötig. Dann nimmt man den Polizeireport, gibt bei ChatGPT den ein und sagt, schreib mir mal einen schönen Bericht darüber mit, was weiß ich, 250.000 oder 250 Anschlägen und einer kleinen Werbeunterbrechung zwischendrin. Dann kommt das Ding ja fertig aus dem Computer. Also da werden unglaublich viele Jobs wegfallen. Und ich glaube, dass die ganzen Zwangsmaßnahmen, die uns im Moment angedroht werden, also auch damit zusammenhängen, dass die Politiker im Moment genau wissen, dass wir in diese schwierige Situation kommen. Und die versuchen natürlich nur ihre Haut zu retten. Wichtig dabei ist zu wissen, dass die Politiker das Ganze selber überhaupt nicht überblicken. Also wir haben es ja zurzeit mit einer unvorstellbaren Masse von Inkompetenz bei der Politik zu tun. Also wir haben ja nicht nur einen Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Wir haben eine Außenministerin, die glaubt, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft der Erde ist. Also die Inkompetenz ist so grandios da, aber das ist alles gewollt. Man will diese Leute da haben, damit die Leute also alles Vertrauen in die Politik verlieren. Und außerdem sind diese Leute steuerbar. Die werden von hinten gesteuert, eben durch solche Unternehmen wie BlackRock. Und die tun das, was die denen anweisen oder wozu die zwingen. Also BlackRock braucht gar nicht bei Herrn Habeck anrufen und sagen, pass mal auf, mach mal das. Aber die können, wenn er zum Beispiel irgendeine Maßnahme trifft, können die dafür sorgen, dass die Finanzmärkte in die eine oder die andere Richtung gehen. Und dann wird Herr Habeck natürlich immer genau das sagen, damit die Finanzmärkte schön oben bleiben. Also auf diese Art und Weise zum Beispiel hat man damals die Syriza in Griechenland unter Druck gesetzt, die damals bei der Wahl angetreten ist gegen die Austeritätspolitik. Als die Wahl zu gewinnen drohten, hat die EZB Griechenland ganz kurz mal von allen Finanzflüssen abgeschnitten. Also Hintergrund war die Beratung durch BlackRock. Die haben gesagt, also diese Regierung wollen wir nicht. Die sind dann zwar an die Macht gekommen, haben aber genau das Gegenteil getan von dem, was sie vorher versprochen hatten. Also daran sieht man, wer wirklich die Macht hat. Und das sollte jedem wirklich klar werden. Man darf nicht auf das gucken, was die Politiker einem erzählen. Man muss gucken, was sich im Hintergrund da abspielt. Aber was die Arbeitswelt angeht, da habe ich auch im Moment keine wirklich guten Ratschläge für diejenigen, die diese Jobs haben, die dann ersetzt werden können. Natürlich ist es gut, wenn man sich heute dann schon vielleicht überlegt, ob man irgendwelche Fähigkeiten hat, mit denen man sich dann über Wasser halten kann.
Also ich weiß von Leuten, die zum Beispiel in Verwaltungsjobs arbeiten, die inzwischen sich auch ihren Lebenstraum erfüllt haben. Die wollten eigentlich gar nicht diesen Job. Die wollten früher mal Masseure oder Physiotherapeuten werden und die bilden sich im Moment in dem Bereich aus. Und das sind natürlich Jobs, die werden dann auch gebraucht werden. Und die kann man dann auch nicht durch die künstliche Intelligenz ersetzen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.